Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Der Tanz der Schamanen am 24. Oktober 2018. Wir haben vier Grundelemente. Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Alle vier sind lebensnotwendig. Wir brauchen die Sonnenkraft, wir brauchen die Wärme, wir brauchen die Natur, die Erde, auch die Materie, wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen auch Wasser. Auch zum Trinken brauchen wir Wasser, aber Wasser symbolisiert auch die Gefühle und unserem Körper besteht Großteil aus Wasser. Das heißt, alle vier Elemente sind lebensnotwendig. Aber es kommt der Einfluss von kosmischen Energie in unterschiedlichen Verteilungen. Manchmal ist die Feuerelement betont, manchmal ist die Luftelement oder Erde oder Wasser betont. Es fehlt die Gleichgewicht bei den Elementen und das spüren wir in unserem Leben. Und wenn wir im inneren Gleichgewicht bleiben, das gibt uns auch Kraft und bei Heilung hilft das auch, all das im Gleichgewicht bringen. Das ist feinstoffliche Energie, aber wir können das ganz leicht ausgleichen und genau das möchte ich zeigen. Heute, nach indischen Berechnung, weil ich berechne die Horoskopen so wie die indische Astrologie das berechnet, es ist eine andere Berechnung als im westlichen Astrologie, das muss ich dazu sagen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und das ist Luftelement. Also hier befindet sich die Sonne. Mond befindet sich nach dieser indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Widder und das ist Feuerelement. Sonne und Mond liegen genau gegenüber, das heißt, heute ist Vollmond. Mars befindet sich im Steinbock und das ist Erdeelement. Merkur befindet sich im Waage und das ist Luftelement. Jupiter befindet sich im Skorpion und das ist Wasserelement. Venus befindet sich auch im Waage, ist auch Luftelement. Und Saturn gehört immer in die Mitte, so wie bei chinesischer Astrologie auch. Saturn zieht die Energie nach innen und erdet uns. Die Unterteilung ist Mond im Feuerelement, Jupiter im Wasser, Mars im Erdeelement. Und was ist heute betont? Heute ist betont die Luftelement. Das heißt mehr Leichtigkeit, aber achtsam sein, dass das nicht zu Leichtsinnigkeit kommt oder dass wir leicht etwas übersehen. Und die Luftelement vermittelt die Worte, also handelt sich auch um Kommunikation. Heute ist die Kommunikation betont. Vor allem Merkur, der Planet, die Kommunikation ist auch im Luftelement. Das nimmt etwas zu. Bei Liebepartnerschaft kommt mehr Leichtigkeit. Das ist gerade die Richtung, wo die kosmische Energie in diese Richtung stärkt oder das ist eher betont. Wir brauchen aber die Balance. Die Balance ist, wenn wir etwas ausgleichen. Hier ist jetzt nicht einfach zu sagen, wäre das die Wasserelement oder mehr die Feuerelement oder mehr die Erdeelement, aber die Planeten unterstützen uns.
Wenn das um Wasserelement geht, wenn das um unsere Gefühle geht, dann sollen wir das vergrößern, betonen, mehr über Gefühle sprechen oder Gefühle zeigen. Der Jupiter vergrößert etwas. Also das sollen wir bewusst wahrnehmen. Was die Feuerelement betrifft, hier ist die Mondenergie. Das heißt, Vertrauen unseren Träumen, Vertrauen unserem Gefühl. Und wenn wir die Begeisterung spüren, diese Leidenschaft spüren, das sollen wir auch natürlich in Ausdruck bringen. Aktiv zu sein. Feuerelement ist immer aktiv, also Gefühle zeigen. Nicht zurückziehen, sondern mehr nach außen gehen. Und wo setzen wir unsere Kraft ein? Das zeigt hier die Erde-Element. Die Kraft in die Arbeit oder um die Finanzen kümmern. Hier brauchen wir auch die Bodenständigkeit, weil das gibt uns die Sicherheit und die Stabilität. Und das war diese Legung, der Tanz der Schamanen. Und diese Legung würde ich auch bei Heilung empfehlen, weil es sehr, sehr wichtig bei dem Heilprozess, dass wir immer im inneren Gleichgewicht bleiben. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr dieses Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu. Und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.